Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Scrap Mechanics mit Minas, der irgendwo da im Wald Nein, gerade ich bin der verschwunden ist. Vogel. Ein Vogel. Ich bin ein Harpe. Wer habe? Wer wird der Vogel? Ich Kannst du hänge wieder fest. her? Kannst, ach ja, du kannst also nicht wieder herfliegen. Kannst du mich runterholen? Klar. Ich muss meinen Streitwagen nur Warte. dementsprechend noch ausrüsten. Gleich. Also Habe geht. ich's. Ich hab Fehler gemacht. Es wurden Gut. Fehler begangen. So, jetzt muss ich nur hier irgendwie abstürzen. Yes. Komm runter. Ich hab's gerettet. Echt jetzt? Hast du es Ja. geschafft? Nicht mehr tot und keiner wird mehr sterben? Boah, das ist. Würde mir jetzt nicht sagen. So, nochmal. Also, Schalter umlegen. Einsteigen. Aua. Da ist er. Seht ihr? Au. Nee, es funktioniert nicht. Wollen wir es anders bauen? Ja, kann man gerne tun, ja. Ich glaube, Fluggerät ist immer irgendwie zu dumm. Oder ich. Ist doch Alternativ auch dumm. cool, wenn wir uns tatsächlich so etwas wie eine Base bauen. Mhm. Aber so eine. Hä? Achso. Also eine elektronische, so eine Hyperspace-Base. Weißt du? Die bestimmte Sachen kann. Die was kann? Naja, Tür auf zu und so Türen weiter. auf und. Ah, Wenn dann du hast Zimmer. einen Überrollbügel gebaut. Warte mal, was machen wir jetzt mit dem Ding? Lass uns hier stehen. Aber wir lassen es hier stehen als Mahnmal. Das Ding ja, das lassen wir stehen. Was hast Das wird das neue Mad Max Also du hast Mobile. auf jeden Fall Fantasie, was das Bauen angeht. Da kann man das nicht absprechen. Wir so synchron wackeln. Und vor allem das Quietsche oben, so hörst du? So ein gummiartig, so ein. Oh. Willst du eine Base bauen? Ja, wo? Hier oben auf dem Berg? Hinter uns? Nee, ist doof. Hier vorne, wo freie Fläche ist, oder? Ja. Und du willst. Okay, wir sind verloren. Nee, laufen so weiter. Okay, bauen wir einen anderen. So, ja, genau. Schöne Base hier. Ach, hier ist ja auch ja keine freie Fläche, ist ja ein Maisfeld. Das ist auf dem Weiden noch frei aus. Ja. Machen wir einfach hier. Oder stellen wir uns die Base da auf den Turm? Hä? Achso, hier doch. Hat sich ja geportet. Pi, da hinten auf den Turm. Oh, mir fällt da gerade was ein. Was denn? Füllst du wenigstens den Radkasten aus? Probieren. Und Olli Walzo nennen den ihn. Was? Olli Walzer? Ach, guck mal. Geht. Ah, Was denn? du hast auch den Dings reduziert, die Raketen abgebaut, ne? Ja. Das sah schön aus, hat aber. Ach, guck mal hier. Ah, hier haben wir schon mal was gebaut. Ne, das sind nur. Ach, das ist unsere Base, cool. Also unser Base ist unsere Raketenabschussrampe. Ja, was können wir denn noch bauen? Also, Gut, ich wir bin zum könnten jetzt Beispiel pro. Ja? so eine Jahrmarktattraktion. Weißt du, so ein großes Schiff, weißt du, was so im Ach, Kreis sich dreht. eine Eine Schaukel oder Schaukel, sowas. genau. Aber mit Antrieb natürlich, mit. Das ist eine geile Idee. Nee, wir bauen so ein Ding, was. Oh ja, viel geiler. So eine komische, wie nennt sich das? Raupe. Auf dem Hamburger Dom gibt es so eine Raupe. Die fährt Ja, im ob das Kreis und dann funktioniert? immer hoch und runter. Bestimmt. Okay, ich nehme mal hier Sachen weg, die wir Nee, nicht lass mal brauchen. liegen. Das ist der. Was ist das? Darauf wird das gebaut. Ach, das können wir doch hier auf dem Boden bauen. Willst du hier alles mit Holz voll machen? Na Ja. gut, wir sind ja im Kreativmodus. Selbstverständlich. Ist ja, wir sind auf dem Jagdmarkt. Das ist alles Holz. Holz. Geil, finde ich gut. Pass auf. Da ist irgendwie Ist eine die Lücke. Absicht eigentlich? Die Lücke? Was ist denn das? Nicht. Alles ange. Warum ist Eigentlich das so da direkt komisch? angebumst. Lass uns nochmal wegnehmen alles und dann nochmal neu ziehen. Das sieht ja schön mehr aus. Ich glaube, es muss einer ziehen. Nee, das liegt daran, dass das sich scheinbar nicht richtig eingesetzt hatte. Ich ziehe das immer durch hier. Oder? Naja. Es greift manchmal nicht, ne? Das Entfernen. Nee, manchmal nicht. Jetzt zum Beispiel hat er nicht. Hier ist ziemlich eben der hintere Teil. Ja.
Liegt das echt, dass man es nicht richtig ransetzt? Ja, muss man, du kannst ja überall was dran was setzen. Muss aber nicht sein, dass du auf den richtigen Dings zeigst, ne? Oh Mann. Okay, mittlerweile nervt's mich. Was ist passiert? Nee, ich hätte jetzt doch lieber gerne halt einfach auf dem Eisen gebaut. Aber jetzt das sieht schöner aus. Jetzt machen wir das so, ne? Gehen wir das hier durch. Wahrscheinlich gibt es später noch echt Probleme deswegen. Ich mach bis zu diesem Riffelblech, was da kommt. So groß. Naja, gut. Ich verstehe es nicht, dass es manchmal den Fokus verliert. Alpha. Vergesse es nicht. Das letzte fertige Spiel, was wir gespielt haben, war Rainbow Six. So. Bis da hinten. Komm. Geht, oder? Geht. Wir brauchen Motoren für die ganze Geschichte. So, du fängst an zu bauen und. Aber wie willst du das denn gestalten? Du kannst doch keinen. Du hast doch nur Ecken. Du kannst doch nicht flache Winkel machen. Nee, ich lass sie automatisch hoch und runter fahren. Achso, du willst die einfach auf eine Platte machen, die sich dreht? Genau. Oh Gott, wie groß kann man denn die Platte machen, die dann auch noch angetrieben wird, frage ich mich gerade. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder voll in Konzentrationsphase. Ja, das wird halt merkt das schon. Das ist, aber nur eine Drehscheibe drauf oder was? Ja, geht ja nicht anders. So, ich mache mal hier den Motor einfach mal auf 10% und verbinde ihn kurz. Ich habe oben auch noch mal eine drauf gemacht, falls wir mehr Speed brauchen. Das hast du gut gemacht. Kann ich die wieder absetzen? Das finde ich nicht schlimm, ne? Also jetzt kannst du töpfern. Jetzt können wir hier Nachricht genau. Von Sam. Können wir nachspielen. Ach nee, das ist Bock ab. Ich glaube, wir haben das einzige. Ja. Wie machst du eigentlich den Strom wieder aus? Einfach, ich ziehe den jetzt einfach ab. Den Schläger abgezogen. Cool. Hat schon mal was für sich. Ist eine Kunst für sich. Oh, wie er auch so ruhig und langsam ausrollt, ne? Komm, lass uns jetzt eine große Platte drauf machen, erstmal. Was haben wir denn noch? Haben wir nicht noch eine Leichtbauweise, die. Wieso ist noch auf Tab kein Dings mehr? Kein Inventar? Habe ich das vergessen? Muss er, ich hab's noch. Use, Jump. So. Crawl. Print, Inventory. B. Hat er wieder auf B gemacht. Auf B? War das schon mal auf B? War da immer I? Tab. Zoom. Ja, jetzt geht's wieder. Ich guck nochmal, was wir noch an Leichtbauweisen haben. Also Holz ist light. Ja. Medium. Light. Wir haben noch diese Warnbarken haben wir noch. Leicht. Aber wir machen ja Holz, hast du ja schon gesagt. Würde ich sagen. Bis zum Anschlag, ne? Wie bis zum Anschlag? Ja, rausgezogen. Oh, weiß ich nicht, ob ich es hier auf der Seite habe. Dann mache ich mal nochmal weg. Du willst so machen? Ah, okay. Und wie willst du so hoch und runter fahren lassen, die Einzelnen? Dann musst du das auch auf irgendwelche Pistons bauen oder beziehungsweise ich müsste auf so einen jetzt Klappmechanismus. Noch mal, ja, genau. Das ist jetzt quasi die Rohform. Okay. Du bist der erste Testfahrer. Okay, was? Nee, du bist der erste Testfahrer, mein Freund. Ich bin der Bauherr. Du machst jetzt hier die Testfahrer. Warte mal, wir müssen aber. Können wir das nicht mit dem Cockpit verbinden? Können wir das nicht mit dem Cockpit verbinden, dass wir das hier steuern können, den Gas? Nee. Das ist ja auch in Wirklichkeit nicht so. Ich bin hier der Fährmann, pass auf, ich stelle mich hier. Ja, aber dann machen wir Cockpit hier hinten hin, oder? Kann man ja, da nicht Gas geben? Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal, ich mach. Okay. Also, kollidiert das? Nee. Damit. Das da ran. Habe ich die Motoren an. Und dann. Und die Motoren treiben das Ding an. Okay, setze. Oh, achso. Weil wir beide probiert haben jetzt.
Ne? Geht doch nichts. Wenn du Feuer sippst, passiert nichts. Vorwärts, rückwärts. Nee. Ach so. Was ist denn, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Power gebe? Probieren wir jetzt nochmal. Ah ja, okay. Ich muss, aber es ist verkehrt rum. Kannst du es umdrehen? Oh, das geht aber gar nicht. Deswegen habe ich da vier Motoren gesetzt. Umgedreht ist. Wieso will der nicht? Er geht da ganz langsam. Ganz langsam bewegt er sich. Okay, mach mal. Ich setze mal hier hoch. Hast du? Ja. Das reicht ja nicht. Aber das ist ja kein Spaß. Da muss ja mehr kommen. Ja gut, weißt du, wie wir das machen? Wir machen statt das Ding anzutreiben, machen wir Raketentriebwerke dran, die wir von hier aus steuern. Hinter die Sitze. Nee. Ist natürlich. Ist jetzt nicht da. Du würdest immer gleich übertreiben. Nee, warum? Das ist doch viel... Das ist doch... Ab sofort hältst du bei mir Raketen-Minias. Aber guck mal, das ist doch perfekt. Neben die Sitze. Ach, unter die Sitze hat er gemacht. Ja, natürlich. Na klar. Ja, okay, jetzt los. Verbinden. Warte, müssen wir verbinden mit... Weil dann brauchen wir auch keine Lenkung. Dann können wir... Ja, das, ja. So, aber ich würde es trotzdem da drin lassen, ja. Wieso verbindest du jetzt den Motor? Ach, du hast es von... Ach so, ich verstehe. Nee, nicht den Motor, ne. Okay. Hast du alle verbunden? Ja. Ja. Okay, gib mal, probier mal. Ja, siehst du? Jetzt macht das Spaß. Lass mich mal reinsetzen. Kann ich bremsen? Du hast keine Bremse, ne? Ja, warte mal, doch, die können wir machen. Und zwar, indem wir nämlich das Cockpit mit dem Punkt in der Mitte verbinden. So. Und jetzt? Jetzt, guck mal, jetzt gibst du Gas. Gib mal Gas. Ach, guck mal, jetzt kann ich das so drehen. Ich geb Gas. Ja. Und bremse so. Ja, alles klar. Ja, ist gut. Okay, pass auf, ich setz mich rein. Macht der. Will er nicht? Ich halt mal an. Ich bin drin. Gib Gas. Bereit? Ja. Vollgas. mein Arm, siehst du das? Das ist geil. Machen wir jetzt eine Weile. Warte kurz. Nee, warte, bin schlecht. Warte mal. Also, ich bin jetzt ausgestiegen, warte. Das ist doof. Hast du jetzt selber... Was ist passiert? Nee, alles gut. Alles kaputt? Nee. Wollen wir jetzt meine Arme nach hinten? Meine Arme sind voll gebrochen, hörst du mal auf? Ich kann es weiter machen, ich halte ihn an. Okay, ich habe mir jetzt, jetzt bist du dran. Nee. Doch. Wirklich? Jetzt rein, nee, natürlich. Kann ich hier... Okay, bist du bereit? Wieso kann ich das nicht mehr steuern hier unten? Lenke, passt hier nicht. Yes. Der dreht immer nach links. Ist ein Motor, hat er einen Motor vielleicht noch irgendwie... Egal. Durch jetzt. Ich brauche es richtig. Und? Gut? Deine Arme sind ganz schön lang, mein Freund. Das ist wie im Comic. Ich erinnere mich auch ein Stück weit an Starforge, wo wir drüber sprungen. So, und jetzt, warte mal. Jetzt muss das Ding natürlich noch hoch und runter machen. Warum dreht er sich denn nach links? Warum hat er denn, ist Engel, hat irgendein Mutter noch Power? Nehmen wir den da unten mal weg. Ach, der hat off. Warte mal, jetzt. Guck, jetzt ist es. Ach, du hast ihn weggenommen. Nee, ich hab's da unten weggemacht jetzt, ja. Okay. Wir setzen einfach Gegentriebwerke noch an. Vielleicht zwei Stück. Eins zum Bremsen langt da, oder? Ja, warte mal. Nee, das. Achso, muss verbinden. Ja? Geht nicht. Wenn ich rückwärts mache, passiert nichts. Steig mal ein und wieder aus. Oder so. Nee, es geht nicht. Wir können das Triebwerk. Das Triebwerk funktioniert ja nur in eine Richtung. Entweder ist ein Triebwerk oder ist kein Triebwerk. Genau. Zum Motor ist schon gut so. Ja, stimmt. Oder wir bauen so ein Holzstück, was nach oben klappt und dann einfach sich einkeilt, weißt du? Bist richtig beschleunigt. So, im Endeffekt müssen wir jetzt eigentlich noch eine Stange draufsetzen und an diese Stange befestigen wir dann diese Dinger. Mhm. So. Und mit dem Drehwinkel, wir müssen die noch, wir können unten einfach einen Drehwinkel, genau. Ja, genau. Der kommt ja dann da. Okay, der Test hat funktioniert, das heißt, ich baue ab. Genau. Jetzt setzen wir das alles wieder. Ah, pass mal, wir jetzt den Hammer ausprobieren. Probieren den Hammer. Au, voll gegen meine Schienen ein. Sag mal. Weg mit dem Müll. Na? Warum geht es nicht weg? Rechts? Ach, also das geht abschneiden, nicht. Das ist total gut. Ich hab's mit dem... Ja? Nee, geht. Minias, nimm mal mit. Ach, mich nimmst du wieder zum Demontieren. Jetzt habe ich voll die Lücke.
Nee, meine, ich räume richtig auf hier. Macht es ordentlich. Ja, wir sind, glaube ich, die Chaos-Mechaniker par excellence, ne? Schlechthin. So. So, 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 so. So, dann setze ich mal einen Controller hier vorne hin, oder? So, hier, wo die Motoren sind. Controller. Ach, Quatsch, das geht so nicht. Ein Schalter. Was geht nicht? Warte mal auf. Was ist denn? Ist schon weg hier. Na, ist ja. So. Danke. Nee, muss breiter in da oben. Sonst kommen die sich gegenseitig in die Quere. Dann müssen wir vielleicht ein Kreuz machen und dann das erst da dran setzen. Genau. Ja, können wir nochmal zwei, oder? Ja. So, kommt zwei. Hast du schon? Ja. Ja. So ist es hier so richtig auf dem, wie auf der Kirmes da. So laufen so. Die. Jetzt ziehen wir die lang. Warte, ich mache. Okay, das war doof. Warum klappen die nach unten? Ah, weil sie, warte mal, das, falsche weil, das Ding, weil das Ding nicht auf der Bühne ist. Weißt du, was nee, ich meine? Können die ruhig machen. Erstmal nur, dass wir checken, alles klar. Warum da haust du nicht immer die Balken weg und ich setze. Ich bin dann der Computer schön in den Knie zwingen. Weil du läufst hier mit 3 auf FPS. Ja, warum? Genau. Warum ist das so schlecht? Hast du ja. Machst du gerade so? Ne? Nee. Achso. Ich pushe jetzt nicht rein. Es gibt wieder nur Gemecker. Geil. Oh, darf ich mal kurz anmachen? Ja, ist ja nicht verbunden. Was will das Ding antreiben? Was willst du anmachen? Pass auf, pass auf. Wir müssen immer so Zwischenphasen machen, weißt du? Zwischenphasen. Aha, wir machen Zwischenphasen. Okay, ich sehe. Wieso dreht er jetzt nach links? Jetzt hat er aufgehört. Weil der Motor nicht. Warum nur ein Motor? Jetzt hast du einen Motor direkt jetzt mit dem Ding verbunden. Das funktioniert so nicht. Du hättest die Verbindung zwischen Cockpit und Mitteln machen müssen. Nee. Die Räder treibst du auch an, oder nicht? Ja, mach mal. Du hast sie wieder auf Null gestellt, ne? Ja. Nein. Niemals. Ein Motor langt nicht. Nicht. Eigentlich reicht es schon, ne? Brauche ich eigentlich auch Spannen bauen. Wollen wir probieren? Einfach mal Sitze drauf machen? Warte, mal gucken. Ich glaube, die Sitze sind zu schwer. Das ist nämlich das Problem. Ich setze mal so. Ja, setz mal auf, ja. Moment. Ist ja geil, ja. So. Ich hoffe, ich mache das gleichmäßig. So, der sitzt mit dem Arsch hinten drauf. Und der sitzt falsch. So, warte. Den noch runter. Setz dich drin gleich, oder? Ja, natürlich. Ich vertraue dir da. Ist schlimmer, wenn es rückwärts geht, oder? Boah, das ist viel schlimmer. Weil. Uiuiui. Uiuiui. Ich bin irgendwie. Geht nicht. Okay, das ist noch nichts. Beim Zuschauen wird mir schon schlecht. Das ist, setz dich mal rein, setz dich mal rein. Das ist ein ganz anderes Gefühl als vorher. Setz dich mal rein, das ist ätzend. Ja, stimmt. Merkst du? Ah, ich merke den. Hörst du den Wind? Okay, ja, den hörst du. Ja. Geil, kannst du ausspringen. Rausspringen. So. Können wir das nicht länger machen? Also, wenn die Fliehkräfte höher werden? Ja. Okay, egal. Jetzt müssen wir erstmal den Winkel einstellen. Dass wir das, bist du schon verbunden? Okay, wir machen das Ding hier an den Controller. Das Ding an den Controller. So, jetzt müssen wir das erstmal so einstellen. Jetzt müssen wir das mit den Phasen nochmal gucken, wie das geht. Also das machen wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Was heißt, wie. Ach, das machst du jetzt gerade. Ja. So. Das machen wir in der nächsten Folge, genau. Also müssen wir den dazu bringen, dass er alleine hoch und runter geht, ne? Ich weiß nicht, ob wir den Schalter unbedingt brauchen. Weiß ich auch nicht. Also erstmal muss er nach unten sein. Muss unten nach unten sein, ja. Also musst rot machen, wahrscheinlich. Na, nicht, aber nicht so nach null. Wie viel Grad hast du gemacht? 90. Zu viel. Stell dir mal vor, der wäre jetzt im Boden, wenn das ging. 30 oder so. Ich habe mal 45, oder? Nee, zu viel. 30. Immer noch? Echt, ja? Ja, mach mal. Wäre echt cool, wenn sie da noch Zwischenstufen einbauen würden. Der zeigt 30, jetzt mach ich mal kurz 15. Mhm. Einfach nur in der Vollständigkeit haben, wissen wir, wie das ist. Rutsch. Ja, würde auch gehen. 15 würde auch gehen.
Weil 30 ist, glaube ich, zu viel, oder? Mach nochmal, 30? Ja, weil dann auf dem Boden schreibt. Mach nochmal 30, ja, probier mal. Mal gerade, ja, jetzt. Nee, geht noch. 30 ist gut. Okay. Okay. Alle auf 30. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter, dann sind wir am Ende, dann wollen wir am sagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der Folge, wenn es wieder heißt. Wer will noch nicht, wer hat nochmal eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Bis dahin. Und jetzt rückwärts. Bis dahin.